Leute, wir werden uns heute vor allen anderen den neuen Chapter 5 Battle Pass reinziehen und nicht nur, dass es eine neue Map gibt. Nein, Leute, ich habe jetzt meinen neuen eigenen Creator-Code Couscous am Start und jetzt ist euer Support gefragt. Umso mehr Leute meinen Creator-Code Couscous im Itemshop eintragen und mich damit supporten, was ja nur ein paar Sekunden dauert, umso mehr V-Bucks und Battle Pässe kann ich an euch raushauen. Also tragt meinen Creator-Code Couscous jetzt im Itemshop ein und kommentiert Couscous in die Kommentare, wenn ihr das gemacht habt, damit ich Bescheid weiß und vielleicht bekommt ihr den neuen Battle Pass von mir geschenkt. Und jetzt würde ich sagen, let's go rein in den Battle Pass. So Leute, da sind wir auch schon im Battle Pass, wie versprochen. Und jetzt gehen wir hier durch allem durch. Es gibt auch richtig nice Secrets. Rattacat Backbling feiere ich nicht so. Wie immer 100 V-Bucks, eine Doppelspitzhacke. Okay. Direkt danach einen Banner. Und dieser Gleiter hier, passend zum Backbling, der ist clean. Der ist echt clean. Und im Hintergrund können wir auch Peter Griffin sehen. Okay, clean. Cooler Emote. Und dazu der erste Skin, Leute, vom Battle Pass. Ist clean, kann man machen. Ladebildschirm interessiert den meisten ja gar nicht, genauso wie die Sprays. Hope's Look, wieder hier V-Bucks. Und den Gleiter natürlich in einer anderen Variante. Okay. Okay. Backbling auch in einer anderen Farbe. Wir haben diesmal auch 14 Seiten am Start. Und hier einen pinken Skin. Ich feiere ja eh die weiblichen Skins. Und jetzt kommen wir zu einem Skin, den die meisten von euch feiern werden. Hier die Lackierung dazu. Wieder 100 V-Bucks. Banner. Und die Kondensstreifen. Sky Scratch. Okay. Doppelspitzhacken sind hier sehr oft vertreten. Feiere ich persönlich nicht so. Und hier der Skin Oscar, Leute. Oscar. Einfach ein Tiger. Erinnert an den Muskelkater-Skin. Und das Ganze wieder in einer anderen Stilvariante. Hier die Musikschallplatte. Okay. Backbling benutze ich eh nicht. Hier ein Sticker, den man hochwirft. Und wieder die V-Bucks. Und jetzt kommen wir zum Gleiter, Leute. Holy moly! Digga, was ist das denn? Und hier der weiße Oscar. Holy, das sieht wirklich krank aus. Und jetzt sehe ich auch schon den Jonesy-Skin aus dem Trailer. Hier haben wir ein Spray-Backbling. Eine Waffenlackierung haben wir hier. Und noch eine Spitzhacke mit dazu. Okay, ein Sticker. Und jetzt kommen wir zum Jonesy-Skins. Holy! Okay. Untergrundmäßig mit einem 3-Tage-Bart. Kann man machen. Digga, wie krass. Ich bin so gehypt, Leute. Ich bin sowas von gehypt. Hier wieder 100 V-Bucks. Wieder die zweite Stilvariante von allem. Also es gibt zu jedem Skin eine zweite Stilvariante. Zu den Backblings, zu den Spitzhacken. Und hier haben wir jetzt... Oh, okay. So Schwarz-Weiß-Look. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Krass. Okay. Jetzt kommen wir zum nächsten Skin. Wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen. Also diesmal sehr, sehr viele Sachen im Battle Pass vorhanden. Der Gleiter. Digga, nee, Bro. Ist halt so ein Standardgleiter. Jetzt kommen wir zum Emote. Okay. Mit dem Speer. Ein bisschen am Flexen. Und die Spitzhacke passend dazu. Ja, das wird so ein Schwitzer-Skin sein. Nisha. Und jetzt die Nisha in einem anderen Stil. Vorher in weiß und jetzt, glaube ich, komplett dunkel in schwarz. Wieder 100 V-Bucks.
Backbling. Dann haben wir hier nochmal den Gleiter, einfach nur in Schwarz-Gold anstatt in Weiß-Gold. Spray. Und hier die Midnight Duelist Nisha. Ja, komplett in Schwarz halt, ne? Jetzt sind wir gleich beim Ende angekommen. Der nächste Skin ist schon am Start. Hier haben wir eine Spitzhacke. Oh, das ist nice. Nicer Sticker. Lackierung. Und wieder 100 V-Bucks. Lohnt sich auf jeden Fall, Leute. Der Battle Pass. Ja, den Skin werden, glaube ich, nicht so viele zocken. Nee, ich glaube eher nicht. Dann hier die zweite Stilvariante von dem Skin. Oh, das ist halt alles mit so Diamanten. Und jetzt hier der Emote. Ah, okay. Diesen Emote gab's schon mal mit dem Thron. Und jetzt mit so Diamanten. Verstehe. Leute, wie krass ist das? Oh mein Gott, die Variante ist krank. Die ist wirklich krank. Und jetzt kommen wir zum gehyptesten Skin. Peter Griffin mit seinem Brian-Hund auf dem Rücken als Backbling. Oh, so im Lama-Stil. Okay, verstehe schon. Hier seine Pickaxe. Holy, okay, nicht so nice. Kondensstreifen sind cool. Jetzt bin ich auf den Skin gespannt. Den sieht man ja eh schon die ganze Zeit im Hintergrund. Aber der wird ja auch eine zweite Stilvariante bekommen. Hier ist Peter Griffin. Holy. Okay. Okay. Die zweite Stilvariante. Oh, okay. Von Peter Griffin gibt es keine zweite Stilvariante. Das heißt, vielleicht als Secret-Stil oder so. Jetzt sind wir auf Seite 12. Hier gibt es nochmal V-Bucks, Backbling, die Kondensstreifen und hier jetzt der Skin. Mal gucken, wie der heißt. Der heißt Valeria. Oh, mit so Animationen. Flammenanimation. Also das ist der krasseste bis jetzt. Jetzt kommen wir zu den Secret-Seiten. Das sind irgendwie Autos. Das gehört, glaube ich, zum Gleiter. Hier nochmal 100 V-Bucks. Oh, was ist das denn? Oh, man kann... Ach so, das ist für Rocket League. Beziehungsweise für den Racing-Modus kann man sich Autostile freischalten. Digga, wie krass ist das denn? Durch den Battle Pass. Versteh schon. Und dann kommen wir jetzt zum Battle Pass Level 100er Skin. Die Valeria in ihrem zweiten Stil, Leute. Okay, das ist wirklich krank. Sehr, 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 sehr krank, Leute. Holy, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Hier nochmal eine Musikschallplatte. Nichts Besonderes. Und hier jetzt zum letzten Skin. Und zwar Valeria in ihrem vollen Style. Holy. Mit integrierten Emote. Hier sind jetzt die Bonusbelohnungen, die man freischalten kann. Okay. Also die kann man, wenn man den Battle Pass voll gespielt hat, freischalten. V-Bucks und dann halt noch die anderen Stile. Okay. Und hier von Peter Griffin noch den zweiten Style. Also gibt's den doch. Hab ich's doch gewusst. In komplett Gold, Leute. Hier noch so ein Karten-Emote. Card Drop. Ah, so ein Tiger-Spray. Und hier nochmal 100 V-Bucks. Und jetzt Peter Griffin in komplett Gold, Digga. Was ist das denn? Wie cool. Okay. Fancy Peter Griffin. Also... Der hat insgesamt drei Stile. Den normalen, den goldenen und den mit dem Zylinder auf dem Kopf. Doppelspitzhacke. Einen Emote. Okay. Okay.
Leute, was geht da ab? Was war das denn? Und hier nochmal Valeria in grün, also mein Favorite, auf jeden Fall mein Favorite. Und mit Zöpfen, mit einer anderen Frisur, auch krass. Digga, und hier nochmal ein Backbling, 100 V-Bucks, Lackierung, nochmal 100 V-Bucks und dann nochmal den Stil für so ein Auto im Racing-Modus. Aber auch im Battle Royale verfügbar. Und hier nochmal. Digga, wie krass. Wie viel gibt's schon wieder, Leute? Wie viel? Das ist wirklich krass. Holy. So viele Sachen im neuen Battle Pass. Ich bin auf jeden Fall gehypt, Leute. Ich hoffe, ihr seid auch gehypt. Also, das ist wirklich krass. Und hier nochmal der Digga. Wow. Wow. Alter, so Blitz-Style. Digga, es gibt wirklich viel. Und das sind die letzten zwei Stile. Okay. Kann man machen. Underground Jones-Style. Hier noch ein Sticker. Peter Griffin. Und die Nisha in einem anderen Stil noch. Okay. Das ist wirklich ein sehr krasser Battle Pass. Hier haben wir jetzt noch Solid Snake.